Vielen Dank. Ich habe noch einen zweiten Text dabei, der vielleicht im Vergleich zu solchen großen Fragen wie Recht oder Ungerechtigkeit etwas banal wirkt und alltäglich, aber ich glaube, das ist er nicht. Es geht um Smalltalk und es geht um die Tücken der alltäglichen Kommunikation. Viele Leute hassen ja Smalltalk, weil sie sagen, er ist oberflächlich und man erfährt nichts vom Gegenüber. Ich liebe das, genau das. Und deswegen habe ich ein Lob des Smalltalk verfasst und er geht so. Es ist immer schwierig, wenn man eine große Party schmeißt und verschiedene Freundeskreise aufeinandertreffen. Man hat Leute auf engstem Raum, die unterschiedlich sind wie Tag und Nacht. Was soll ein Black-Metaller mit einem Death-Metaller reden? Was ein Konsumkritiker mit jemandem, der professionelle Wettessen veranstaltet? Man will ja niemanden ausladen, keinen benachteiligen, aber am Ende ist es doch immer dasselbe. Die christlichen Fundamentalisten stehen in der einen Ecke, die Dschihadisten in der anderen. In der Küche nordirische Partisanen, im Wohnzimmer britische Royalisten. Die Startbahngegner werfen den Startbahnbefürwortern kritische Blicke zu. Die Leute, die weiße Schokolade mögen, haben sich im Klo verschanzt und kiffen, weil sie den Leuten, die dunkle Schokolade mögen, nicht über den Weg laufen wollen. Die Antifas rauchen auf dem einen Balkon, die Nazis auf dem anderen. Was also hält eine Party zusammen? Es ist Smalltalk. Smalltalk wirkt Wunder. Alle sagen immer, ach, Smalltalk ist so oberflächlich. Man hat sich heutzutage nichts mehr von Substanz zu sagen. Man erfährt ja gar nichts mehr von seinem Gegenüber. Ja, genau. Das ist das Geile daran. Dass wir uns einigen, uns wortreich anzuschweigen und dass es funktioniert. Dass wir beide wissen, was gemeint ist. Du tust so, als hättest du ein Recht auf gute Gespräche. Aber vielleicht will sich auch einfach keiner mit dir unterhalten. Es tut mir ja leid, aber nichts ist langweiliger als jemand, der denkt, er wäre qualifiziert, ein philosophisches Gespräch zu führen, nur weil er schon mal kurz darüber nachgedacht hat, dass TTIP voll ungerecht ist. Man stelle sich vor, man müsste jeden Morgen mit dem DHL-Boten den Sinn des Lebens debattieren oder den Nahostkonflikt lösen oder AIDS heilen. Nein, Smalltalk nimmt dir die Bürde, all das tun zu müssen, jemanden kennenlernen zu müssen, den du nicht kennenlernen willst. Und wisst ihr, was noch besser ist als Smalltalk? Schweigen. Wie schön das ist, wenn man auch mal gemeinsam schweigen kann. Ich und mein bester Freund zum Beispiel, wir reden nie miteinander. Nie. Und es ist vollkommen in Ordnung. Was mich angeht zumindest. Wie es ihm damit geht, weiß ich nicht. Ich rede ja nicht mit ihm. Der Alltag ist so viel einfacher, wenn man immer weiß, was man zu tun und zu sagen hat. Neulich hat meine Cousine ein Baby bekommen und ich habe sie natürlich angerufen. Und als ich schon den Hörer in der Hand hielt, habe ich überlegt, was sagt man eigentlich, wenn jemand geboren hat? Gibt es da eine Formel? Herzlichen Glückwunsch, müsste man doch eher dem Baby wünschen. Schließlich hat es ja Geburtstag im wahrsten Sinne des Wortes und meine Gedanken kreisen und komischerweise war das Beste, was mir da einfiel, gut gemacht. Und es war sehr weird. Hätte ich mal vorher gegoogelt, weil es nämlich Gott sei Dank Standardantworten auf diese Frage gibt. Formeln sind großartig. Eine Errungenschaft der Zivilisation. Wenn ich einen Beschwerdebrief schreibe, dann weiß ich vorher, dass in der Anrede sehr geehrter Herr X stehen wird und nicht X, du Arsch. Oder hey X, friss Scheiße. Formeln nehmen in den meisten Fällen den Druck von dir, dich wirklich unterhalten, ja, irgendwas Soziales tun zu müssen. Wie froh bin ich, dass ich auf die Frage, wie geht's, antworten kann, gut, kann ich klagen. Statt sagen zu müssen, schlecht, mein Hamster ist tot. Selbstmord. Keine Ahnung, wo er den Miniaturtoaster härte, der neben ihm in seiner Trinkschale schwamm. Er hat seine letzte Trennung nicht verkraftet. Er hatte Schulden. Ich habe ihn geliebt. Das wäre vielleicht weird. Formeln reduzieren die Schwierigkeit zwischenmenschlicher Beziehungen, weil zwischenmenschliche Beziehungen nun mal so verdammt schwierig sind. Ich werde manchmal so nervös, Menschen auf Crack sagen mir, ich solle mich beruhigen. Ich bin manchmal sozial so inkompetent, Autisten meiden mich, weil sie mich für creepy halten. Es sind die ganz kleinen Interaktionen, die mir Probleme bereiten, die ganz kleinen Sachen. Es sind ja nicht nur die großen Fragen des Lebens schwierig. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wie steckt man den Strohhalm in eine Capri-Sonne, ohne dass einem die Tüte um die Ohren fliegt? Nein, die kleinen Sachen, Begrüßungen. Bis zu welcher Tageszeit sagt man guten Morgen, bis wann guten Tag und ab wann guten Abend und sind Abend und Morgen nicht im Kern Teil des Tages? Sowas macht mich fertig. Zum Glück kann ich einfach sagen, hi! Oder na! Ich sehne mich nach Benimmbüchern. Es müsste viel mehr Benimmbücher geben, aber nicht solche von gruseligen Ursula von der Leyen Klonen verfassten Wälzer, in denen Sachen stehen wie: Führen Sie als alleinstehende Frau stets einen Behälter mit selbstgekochtem Essen mit sich, um einem eventuell auftauchenden Mann zu zeigen, dass Sie notfalls fähig wären, ihn zu umsorgen. Nein!
Nichts von dem 18. Jahrhundert-Scheiß. Ich brauche ein Benimmbuch für aktuelle Fragen wie, wie vermeide ich die Situation? Dass mir jemand die Hand geben will. Ich aber denke, wir begrüßen uns per Faustcheck. Wie vielen Menschen habe ich bereits die Finger gebrochen? Das Splittern der Knöchel verfolgt mich in meinen Träumen. Ich will ein Buch, das mir sagt, wie man damit umgeht, wenn man in einer Runde anfängt, etwas zu erzählen und nach einer Minute merkt, keiner hört einem zu, aber man kann auch nicht aufhören, weil dann alle merken, dass man mit sich selber geredet hat. Gebt mir ein Buch, das mir sagt, wie lange ich fremden Menschen in der U-Bahn in die Augen sehen kann, ohne dass sie mich für einen Axtmörder halten. Sagt mir doch endlich jemand, wie viele Sekunden man warten muss, bevor man das letzte Stück Pizza nehmen kann, ohne wie ein gieriges Schwein zu erscheinen. Sagt mir, wie viel Gramm Nudeln ich für einen Gast koche, ohne dass er denkt, ich halte ihn entweder für magersüchtig oder einen Fressack. Wann ist es Zeit zu gehen? Ich weiß es nicht. Gibt es dafür Regeln? Her damit. Smalltalk, Formeln, Gesten, Regeln geben uns etwas, indem sie uns etwas nehmen, nämlich die Verpflichtung, sich jeder Scheiße mit Aufmerksamkeit widmen zu müssen. Und wir erhalten die Möglichkeit, uns zu konzentrieren auf die Dinge, die wir wirklich gerne tun. Und wenn ihr mich fragt, wie es mir damit geht, dann antworte ich, gut, kann ich klagen.